Voll geil. Jo Leute, cool, dass ihr zu diesem neuen Video wieder mit am Start seid. Ich habe einen richtig coolen... Oh, ihr macht euch immer drüber lustig, wenn ich sage After Adventskalender oder After Christmas Adventskalender. Klingt das besser? Also eine Erweiterung zum eigentlichen Yves Rocher Adventskalender habe ich bestellt. Und den gucken wir uns mal zusammen an, würde ich sagen. Und ich habe noch was für dich mitbestellt. Und ich habe Goodies bekommen und die zeige ich dir auch. Ich glaube, die zeige ich dir zuerst. Und dann zeige ich dir auch, was du gewinnen kannst. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr euch bestellt habt. Aber ich wusste, mir fehlen irgendwie, was weiß ich, 5, 6, 7 Euro zum freien Versand oder zum zweiten Geschenk. Ich weiß nicht genau. Und dann habe ich gedacht, geil, dann gewinnt ihr jetzt einfach was. So einfach ist das. Mann! Geht schon. Also Leute, ich weiß gar nicht genau, wo wir anfangen. Vielleicht mit der Rechnung. Die Rechnung wäre gut, dann kann ich nochmal nachvollziehen, was ich gekauft habe. Ist schon eine Weile her. Ah, ich weiß. Ich habe extra mehr bestellt, weil ich einen Gutscheincode hatte, den ich erst ab einem gewissen Bestellwert benutzen konnte. Und deswegen habe ich noch ein bisschen mehr bestellt und deswegen habe ich was für euch mitbestellt. Also, was habe ich denn bestellt? Meine Fresse, das ist gar nicht so übersichtlich hier. Ich habe für 29,90 den Kalender gekauft, glaube ich. Stimmt es. Katalogpreis, Gesamtpreis. Mann, ich sehe nicht durch, was ich bestellt habe. Also ich muss auf jeden Fall 39,84 € überweisen. Also, ich glaube, ich habe einmal... Also ich habe einmal was für 2,99 € bestellt. Ich habe zwei Dinge für insgesamt 19,80 € bestellt. Und für 29,90 € den Kalender. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Wir gucken einfach rein. Ich glaube, für 2,99 € habe ich so ein Desinfektionsgel gekauft für meinen Freund. Und dann habt ihr wahrscheinlich eine Beauty Bag, die ich gekauft habe, für euch 10 Euro gekostet. Das würde plausibel klingen, aber ich weiß es nicht mehr. Genau, das ist das Desinfektionsgel. Mein Freund legt gerade jetzt natürlich besonders... Die Kamera blinkt. Der Akku blinkt. Oh, ich habe den anderen nicht aufgeladen, glaube ich. Nein. Nein. Also das habe ich für meinen Freund bestellt für seine Sporttasche, weil er Sportler ist und die sich abklatschen und so. Und jetzt muss ich mir den Akku laden. Scheißendreck. Ich lade immer den Akku. Ich lade immer den anderen Akku. Aber wenn ich dann mal woanders drehe, dann vergesse ich's. Der andere Akku liegt nämlich unten, weil ich unten gedreht habe. Für die Adventskalender, die ich befüllt habe. Mann ey. Tja Leute, da bin ich wieder, als wäre ich nie weg gewesen. Also ich zeige euch jetzt mal, was du in dem Video gewinnen kannst. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich zwei bestellt habe. Wollte ich beide hier verlosen oder eins auf Instagram? Ich glaube, ich verlose eins auf Instagram und eins hier. Also guck auf jeden Fall nachher in die Videobeschreibung. Da zeige ich dir, wie du dieses schicke Schätzchen hier gewinnen kannst. Da sind drei richtig coole Produkte drin, glaube ich. Ja, du hast einmal eine Handcreme von Yves Rocher. Ein... Hammam-Schauergel und eine Bodylotion. Also alles Dinge, die ich nicht gebrauchen kann, weil ich dusche und creme nicht ein. Spaß. Ja, aber wenn du das gewinnen willst, dann baller mal Hashtag Yves Rocher After in die Kommentare. So, also das habe ich erstmal für euch bestellt. Dann war das erste Geschenk, ich konnte mir mehrere aus und ich konnte ja auch irgendwelche Cremes und so wählen, aber haha, du kennst mich, als würde ich eine Creme wählen. Das zweite, achso, ich habe es jetzt hier schon rausgeholt. Das war hier drum. Das zweite, was ich hier habe, ist ein Newte-Sack mit goldenen Vögeln drauf, was einfach so cute ist. Finde ich richtig cool. Da kann ich dann für die Arbeit nehmen oder wenn ich so mal in der Stadt unterwegs bin. Finde ich cute. Und das war beim Set. Also es gab das und... Und das waren nur die Gratis-Geschenke, ne? Hier habe ich auch noch nicht reingeguckt. Das... Es ist ein bisschen cute. Aber das werde ich wahrscheinlich verlosen. Oder verschenken. Es ist runtergefallen. Also wir haben hier so eine Tasse mit so einem Vogel drauf. Und einen Korkuntersetzer dazu. Auch richtig niedlich. Und wenn du eine zweite Summe erreicht hast, hast du... Ah, sie ist so schön. Diese
wunderschöne, total flauschige Decke erworben. Können wir darüber reden, wie schön sie ist. Und die ist so flauschig, Leute. Und die ist einfach so schön. So schön. Tja, die braucht dich. Ich habe mich gerade wirklich gefragt, ob dieser riesengroße Karton, ja, ob das hier wirklich der Adventskalender ist? Der After Christmas Adventskalender? Tatsächlich. Leute, das ist er. Für den habe ich 30 Euro bezahlt. Also, wir haben hier quasi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und dann sind wir durch mit diesem Jahr. So sieht er aus. So, wie könnte ich das aufmachen? Ich muss ja mit der 25 beginnen. Kann ich das rausholen? Nein. Wie öffnet man sowas? Ah, guck mal. Ah, hier habe ich so eine Lasche. Ach, hör doch auf. Guck mal, und dann haben wir sie einzeln. Und dann kann ich ihn auch jeden Tag öffnen. Okay, beginnen wir mal mit der 25. Und wie mache ich das auf? Ach, hier oben. Alter. Also, Türchen Nummer 25 haben wir. Hier sind auch immer noch süße Sprüche drin. Ein Nagellack und ich könnte schwören, es wäre der gleiche wie in dem Adventskalender. Vielleicht täusche ich mich auch. Cerise Noir, die Nummer 15. Also kannst du ja auf jeden Fall gerne mal, ich verlinke die hier oben, das andere Video, kannst du ja auf jeden Fall gerne mal vorbeigucken. Aber ich glaube, dass wir so eine Farbe irgendwie dabei hatten. Vielleicht war es aber vom letzten Jahr und ich täusche mich einfach. Möglich ist das. Türchen Nummer 26. Dachte gerade, da wäre nichts drin. Türchen Nummer 26 haben wir ein Eyeshadow in einer Champagnerfarbe. Richtig, richtig schön. Der ist wirklich richtig schön. Den kann man auch alleine tragen. Und das ist die 96. Ich befürchte, hier sind wir schnell mit durch. Türchen Nummer 27. Nein, Mann. Niemand. Niemand will das. Gott, wer nimmt mir diese ganzen Kajalstifte ab? Meldet sich jemand freiwillig? Ja, wir haben hier einfach einen verdammten Kajalstift drin. Türchen Nummer 28. Okay, ganz offensichtlich arbeiten die miteinander. Vielleicht ergibt es ja nachher ein volles Make-up. Also vielleicht kann man sich dann am Ende komplett schminken. Das wäre natürlich cool. Wir haben hier einen Blush. In so einem zarten Rosé. So ein bisschen dunkleres Rosé, also es ist nicht so quietschig, wie es vielleicht wirkt. Eigentlich ein toller Ton, aber ich trage keinen Blush. Das wird auf kurz oder lang an jemanden von euch gehen. Türchen Nummer 29. Okay. Feel longer. Nee, feel stronger. Volume and longer. Das ist auf jeden Fall eine Mascara. Die finde ich ein bisschen spannend. Ja, das ist ein bisschen cool. Da wird sich meine Mama drüber freuen. Türchen Nummer 30 und damit das vorletzte Türchen. Ja, jetzt haben wir einen Highlighter. Also es wird, glaube ich, am Ende ein richtig cooles Full-Face-Make-up. Geil, das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Und Türchen Nummer 31. Was fehlt denn jetzt noch? Falsche Lashes? Lashes wären cool. Und ansonsten auf jeden Fall ein Lippenstift. Oder? Was meinst du? Hau das gerne mal in die Kommentare, was du meinst, was jetzt hier fehlen würde, damit es ein Full Face wird. Ja, Mann, das haben sie auf jeden Fall berücksichtigt. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Ist es hier ein Lippenstift? Ein typisches Rot, glaube ich. Also tatsächlich kann man sich damit komplett schminken. Das ist ein bisschen cool. Ah, warte mal, du musst da auch mal mit runter. So. Ich habe es sogar wieder zusammenbekommen. Ich dachte erst, dafür muss man studiert haben, aber nee, geht. Ja, also ich finde den total gut. Ich finde ihn wirklich super gut, weil ich bin ja nicht so die Pflegemaus und deswegen waren da für mich auf jeden Fall die richtigen Produkte drin. Aber 30 Euro ist halt die Frage. Ich kenne mich im Preissortiment überhaupt nicht aus. Das hat man bestimmt auch wieder draußen allein mit dem Lippenstift und dem Mascara. Was kostet so ein Lippenstift? Vielleicht 10 Euro? Was kostet so ein Mascara? Ich schätze mal auch 10 Euro. Und die restlichen Sachen denke ich, also ich denke schon, dass sich das rentieren wird. Das wird kein Minusgeschäft, das glaube ich nicht. Aber man muss sich halt überlegen, ob das einem für 30 Euro wert ist. Aber wenn du Yves Rocher geil findest,
dann könnte das die perfekte Ergänzung zu deinem eigentlichen Kalender sein. Checkt es auf jeden Fall nochmal und schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob das der gleiche Rotton ist, wie wir in dem Kalender hatten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es nicht. Und wie gesagt, diese coolen Goodies dazu, die sind halt unschlagbar, ne? Also ich sag's gerne nochmal. Guckt sie euch an. Ah, sie ist so schön. So schön. Einfach mit diesem Blättermuster-Optik. Oh, es ist so schön. Ich habe jetzt das Bedürfnis, mich auf die Couch zu legen mit dieser Decke. Wir haben Decken auf der Couch, ja, aber die ist einfach richtig, richtig cool. Die Decke ist mein Highlight. Also, gib dem Video auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Wenn du an der Verlosung mitmachen möchtest, dann guck auf jeden Fall nochmal in der Infobox vorbei. Da verlinke ich dir alles, bis wann die Verlosung geht. Bla bla bla, Lirum Laum Löffelstiel, du kennst das Spiel. Und dann blende ich dir hier nochmal einen Kommentar ein. Danke auf jeden Fall an die ganzen süßen Cuties, die immer so aktiv sind. Und selbst wenn du stille Zuschauerin bist, ein Daumen hoch hilft mir immer. Ich bin auch eher schon eine stille Zuschauerin. Ich schreibe auch selten Kommentare. Aber ich gebe dann immer einen Daumen nach oben, wenn es mir gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, gib auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Es kommen ja aktuell immer mehrere von mir am Tag, also wenn ich es schaffe. Vielleicht heute auch, also bleib auf jeden Fall dran. Auf Instagram poste ich übrigens immer auch noch, welche Adventskalender online kommen und wann die online kommen und so. Also kannst du gerne vorbeischauen oder einfach die Glocke anmachen. Oder beides. Und damit würde ich sagen, Hadelan Peter Pan, hatte ich bestimmt schon mal.